immer wieder verrückt zu sehen, wie schnell manche Bilder über soziale Netzwerke geteilt werden und so im Handumdrehen viral gehen. Bei einem aktuellen Posting auf Facebook ist es lediglich ein Haufen voller Geld, der die Nutzer ausflippen lässt. Denn die Frage nach der Menge scheint gar nicht so einfach zu beantworten zu sein. Wie viel Geld ist es? Ich bin sicher, es würde dich verwirren, wird das Bild betitelt. Doch was genau ist zu sehen? Tatsächlich sind es einige Euroscheine und einige Euromünzen. Wie viele es nun genau sind, dieser Rechenaufgabe hat sich das Netz angenommen. Mehr als 14.800 Nutzer diskutieren unter dem Bild, welche Scheine genau zu sehen sind und wie viel Geld in Summe dort liegen. Ganz einig scheint sich das Netz dabei jedoch nicht zu sein. Die Antworten sind nicht wirklich deutlich. Während viele Nutzer meinen, es sind 200 Euro, sind auch viele Nutzer der Meinung, es seien 150 Euro. Da der eine 50-Euro-Schein geknickt zu sein scheint, ist dies wohl die wahrscheinlichere Lösung. Jedoch scheint dabei die Münze unterhalb des 50-Euro-Scheins nicht gezählt zu werden. Ob es sich dabei aber nun um ein 1- oder 2-Euro-Stück handelt, ist schwer nachzuvollziehen. Ob es also 151 Euro oder 152 Euro sind, scheint derzeit noch nicht geklärt werden zu können.